guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Möbelkutscher. Ja, ich muss ehrlich gestehen, ich bin nicht ganz ausgeschlafen. Meine Stimme hat ein bisschen gelitten. Das liegt an dem kleinen, aber feinen Tracktreffen, welches wir da hatten. Ja, wir hatten da übel Spaß. Herzeck war auch da. War mega geil, haben eine gute Stimmung gehabt. Und jetzt sitzen wir wieder im LKW. Sonntagabend, wir sitzen im DAF. Aber zum letzten Mal. Die Tour, die wir jetzt fahren, das ist die letzte mit diesem Auto. Am Freitag oder Samstag, je nachdem, wie wir reinkommen, können wir unser neues Auto in Empfang nehmen. Ja. Und jetzt fahren wir halt erstmal ganz in Ruhe hoch nach Schweden. Machen da zwei Auflieger leer und dann schauen wir mal, was da so kommt. So, jetzt könnt ihr erstmal vorne auf die Straße gucken, oder? Ganz eng, was meinst du? Alles gut. Alles gut. Ja, jetzt sind wir schon fast wieder im Hafen und wir freuen uns ein bisschen auf den Feierabend. Wir sind noch nicht aus dem Hafen raus. Es ist hier gerade wieder Polizei bzw. Zollkontrolle angesagt. Und es könnte sein, dass ich jetzt gleich erstmal pusten muss. Ja? Denn in Schweden 0,00000 Promille Grenze und das finden wir auch ganz vernünftig. Wir haben auch nichts zu befürchten. Von daher warten wir mal ab. Freunde, da kommt schon so ein bisschen Kanada-Feeling auf, ne? Nur ein bisschen. Man soll nicht übertreiben. Ausgeschlafen haben wir nicht, aber dafür sind wir gepiesackt worden heute Nacht. Und zwar ausreichend. Ja? Wir haben hier schwedische Dreckskackmücken. Diese blöden Mongo-Viecher haben uns hier vom Schlafen abgehalten und dann haben wir uns zusätzlich auch noch so gestochen. Und wenn du dann morgens mal eine totgeklatscht hast, Alter, dann hat die gleich gespritzt vor Blut. Das sind solche Drecksviecher, ich sag's dir.
So, meine Freunde, wir haben unsere Baustelle natürlich erreicht und jetzt sind unsere Träger dabei, die Sachen, die wir da drauf packen, auf diese Baggerschaufel quasi, in die Wohnungen rein zu vertragen. Mahlzeit! Ja, was soll ich sagen? Es läuft sehr ruhig und sehr entspannt, aber es läuft. Oder Jacek mal eine Runde zu gucken. Jacek ist glücklich. Er hat gegritzt, habt ihr das gesehen? So, die letzte Küche wird jetzt vertragen. Wir melden uns wieder von der Straße. So, meine Freunde, der Auflieger ist leer. Ich habe mal gerade schon das Ziel eingegeben. Wir haben jetzt knappe 4 Stunden bis nach Göteborg. Da werden wir Auflieger tauschen. Und dann haben wir morgen einen Feiertag in Schweden. Das heißt, wir werden rumstehen, ja? So, Leute, jetzt habt ihr gesehen, wie wir nach Göteborg reingefahren sind. Da haben wir den Trailer getauscht und sind jetzt auf dem Weg damit hoch nach Järna, denn es wartet da auf uns. Wir werden da morgen den Feiertag dann quasi gemeinsam stehen, also mit 2 Autos, 3 Fahrern. Und ja, das war quasi schon der erste Teil von dem Abschiedstour-Video von diesem wunderschönen DAF. Und ich werde jetzt gleich ein paar Erinnerungen, Fotos und ähnliches
die ich über 4 Jahre gesammelt habe mit diesem Fahrzeug, zusammenschneiden, mit Musik unterlegen und dann könnt ihr mal so ein bisschen sehen, wie sich auch das Auto so verändert hat in der Zeit, nachdem ich es bekommen habe, ja? Alles klar. Wir sagen fürs Erste, tschö mit Ö. Ciao mit V.